wir sind jetzt mal wieder seit längerem hier oben in der Holzwerkstatt. Denn wir werden jetzt ein paar Multiplex-Bretter zuschneiden, die dann später, ach, mir fällt alles rum, in die Böden reinlegen werden. Denn vielleicht kann ich heute noch fahren. Oh. Sind die Batterien da und ich habe auch die nötigen Klemmen. Das müssen wir erstmal verkabeln, das wird nicht so wild. Aber jedes Mal, wenn ich mit Strom hantiere, fühle ich mich ein bisschen wie so ein verrückter Professor, weil meistens funkt es dann ein bisschen und dann funktioniert es. Aber natürlich musste ich auch hier wieder kurz schauen, wie das Ganze funktioniert, um die Spannung zu verdoppeln. Und es ist eigentlich ziemlich einfach. Plus auf Minus und dann hast du hier noch ein Plus und Minus frei. Und da kommen dann 24 Volt raus. Aber nicht, so wie ich eben kurz den Denkfehler hatte, Plus mit Minus verbinden und die anderen Plus mit Minus auch verbinden. Das wäre ein bisschen uncool, denn dann würde es nämlich funken. Als ich den ersten Schalter probehalber an meinem Bus eingebaut habe, habe ich genau das gemacht. Plus mit Minus verbunden, einen Schalter reingemacht, kein Verbraucher und denke mir so, hä, was ist denn jetzt los? Deswegen, ich denke, ich bin da ein gutes Beispiel. Ihr könnt eigentlich alles lernen, wenn ihr einfach nur Bock drauf habt. Und das war bei mir beim Busumbau speziell so. Okay, auf Wieso habe ich keinen Grip, aber auf Stein. Das ist genial. Leck mich am Arsch. Eieieiei. Oh, irgendwas ist kaputt gegangen. Nach längerem Warten geht es jetzt endlich hier mit meinem Stocker weiter. Ich möchte das Ding jetzt auch langsam fertig bekommen und heute werden wir so ein paar Sachen machen. Ich habe gemerkt, als ich vor ein paar Tagen gefahren bin, dass das Ding sehr kippelig ist. War auch klar. Und ich habe gemerkt, dass man so viel besser drauf sitzt. Aus dem Grund werde ich mir hier sowas wie zwei Auflagen für meine Füße herstellen. Da kommt dann auch das Gas dran. Dann haben wir noch gar keine Bremse. Ich werde sowas wie eine Hebelbremse bauen, mit der ich dann hinten die zwei Räder bremsen werde. Außerdem haben wir noch keine richtige Lenkung. Ich habe das Ganze halt hier mit so einer Knüppelzange das Ganze festgehalten und konnte damit dann lenken. Und ein bisschen Farbe wäre natürlich nicht schlecht, ne? Ich habe gelernt. Diesmal mache ich direkt hier hinten runter. Jetzt gibt es wieder die Blödmannspäule. Der Feuerlöcher ist rumgefallen. Ich weiß nicht, da sind hier vorne noch was. Durch dieses verrückte Gefährt. Geil, das Teil. So, jetzt wird der ganze Scheiß festgemacht. Als nächstes kommen wir zur Bremse. Und da habe ich mir überlegt, wo ich mir hier diesen Rundschaft. Und das ist im Prinzip nur das Drehteil, mit dem ich dann später bremsen kann. Hoffentlich. So, als nächstes muss höchste Präzision herrschen, denn jetzt kommen wir zum Hebel, mit dem wir bremsen werden. War das, würde ich sagen, ist... Wir müssen natürlich darauf achten, dass uns hier unser Bremszahn abschlüppen geht. Abschlüppen geht. Alter. Und deswegen werde ich hier diese 20er Welle hier ranschweißen. Da haben wir einen ganz genauen Anschlag. Ey, ich wäre besser Schweißer geworden.
Ey, das ist doch eine geile Bremse. Jetzt werde ich hier so einen Fanghaken reinmachen. Alter, ich glaube, in dem Ding werde ich mich so oft so hinfangen. Ruf mich denn wieder an. Hi, Vater. Ich habe ja eben gesagt, dass ich noch eine Lenkung brauche. Und ich würde sagen, das hier sieht sehr gut aus wegen der Lenkung. Ist auch nur schön scharf. Das ist ideal. So, jetzt nur nicht verpatzen. Die Lenkung ist mit am wichtigsten. Ganz wichtig. Geile Lenkung. Gucken wir mal, wie das Ding läuft. So, ihr habt gerade gesehen, mein kleines Elektroauto schon fährt richtig gut. Also ich komme den Berg richtig gut hoch. Das Ding ist mega schnell. Ich habe richtig gute Traktion. Läuft alles richtig gut. Ihr habt zwar jetzt noch nicht so viel gesehen, wie ich mit dem Teil fahre. Und ihr habt jetzt auch noch nicht gesehen, in welcher Farbe ich das Ding anmalen werde und wie es am Schluss aussehen wird. Das werdet ihr nämlich erst nach dem Race sehen. Beziehungsweise ihr werdet dann ein Video von dem Race sehen. Da seht ihr dann auch die ganzen Mitbewerber. Wie gesagt, die Playlist von den Mitbewerbern findet ihr in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr euch auch natürlich die anderen mal anschaut. Und das soll es mit dem letzten Video gewesen sein. Schreib mir gerne mal deine Meinung in die Kommentare. Und ich bedanke mich bei dir, dass du so lange am Video dran warst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.